Er ist das Gesicht des Gladbacher Erfolgs. Shootingstar Marco Reus überzeugt auf der ganzen Linie. 5 der insgesamt 13 Treffer in dieser Saison gehen auf sein Konto. Auch gegen Hannover war er mit seinen beiden Toren wieder einmal der Matchwinner. Ganz klar, Marco sind ganz wichtige Spieler für uns. Und gestern mit seinen beiden Toren auch war sehr gut, erstmal für ihn und natürlich auch für die Mannschaft. Aber ich denke, das ist natürlich ein Spiel mit Qualität, die wenige Spieler haben. Dass der Verein auf Platz 5 der Tabelle steht, ist aber nicht alleine sein Verdienst. Na gut, es gehört ja mal der Mannschaft dazu, dass der Marco auch Torschancen bekommt. Und da stehen alle dahinter. Wir brauchen eine Abwehr, die verteidigt. Und es fängt vorne an. Und das passt zur Zeit alles sehr, sehr gut bei uns. Mit nur 8 Gegentoren stellen die Gladbacher nach den Bayern und zusammen mit Meister Dortmund die derzeit beste Abwehr der Liga. Wenn jetzt auch vorne noch effektiver gearbeitet wird, ist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ein echter Anwärter auf die internationalen Plätze. Dies wollte der Verein von Michael Ballack auch mal sein. Nach enttäuschenden Leistungen fand sich Bayer Leverkusen dann aber im Niemandsland der Tabelle wieder. In Freiburg schoss Ballack jetzt sein erstes Tor seit seiner Rückkehr aus London und sorgte damit auch gleich für den 1:0 Erfolg. Nun, da der Capitano so langsam zu alter Stärke zurückfindet, scheint es auch für die Werkself wieder nach oben zu gehen. Man merkt halt einfach, dass eine Persönlichkeit auf dem Platz ist, dass mit seiner Erfahrung, dass der Sachen antizipiert und jetzt dann auch vielleicht zufällig dann auch an der richtigen Stelle steht. Aber ich denke, das macht Michael Ballack aus und man sieht halt einfach, dass er jetzt in super Form ist, dass er immer besser wird und dass er auch ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft ist. Ob Ballack der Mannschaft mit seiner Champions-League-Erfahrung am Dienstag helfen kann, ist allerdings fraglich. Denn im Spiel gegen Freiburg erlitt der 35-Jährige einen Nasenbeinbruch. Ob mit oder ohne Ballack, die Leverkusener werden alles daran setzen, um in Valencia die Weichen für den Achtelfinaleinzug zu stellen. Ja, wir haben Valencia vor 2 Wochen geschlagen mit 2:1. Eine super zweite Halbzeit gespielt und es hätte kaum einer für möglich gehalten, dass wir am ersten Rückrundenspieltag der Champions League schon die Möglichkeit haben, uns fürs Achtelfinale zu qualifizieren. Dass Michael Ballack nochmal seine Topform erreicht, hätte außer ihm selbst wohl auch keiner mehr für möglich gehalten. Vielleicht ja gar kein schlechtes Omen. Fast sorgenfrei blickt der FC Bayern seiner englischen Woche entgegen. Das Schreiben der Autogramme bereitete den Bayern-Profis mehr Schwierigkeiten als das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Der 4:0-Erfolg gegen bemitleidenswerte Franken geriet wieder mal zur besseren Trainingseinheit. Zu Hause zeigen die Spieler von Jupp Heynckes weiter keine Gnade. Die beeindruckende Bilanz aus den letzten 5 Heimspielen, 5 Siege mit 19:0 Toren. Am Mittwoch versucht sich nun der SSC Neapel in der Allianz Arena an der Mission Impossible. Doch den Italienern bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass die Bayern entweder auf den angeschlagenen Schweinsteiger verzichten müssen oder einfach bis zum Mittwoch das Toreschießen wieder verlernen. Und jetzt die Kurznews. DFB-Pokalpartien ausgelost. Für das Achtelfinale des DFB-Pokals am 20. und 21. Dezember sind am Sonntagabend die folgenden Begegnungen ausgelost worden. Stuttgart empfängt Hamburg, Hoffenheim spielt gegen Augsburg, Hertha BSC gegen Kaiserslautern, Mönchengladbach gegen den Titelverteidiger aus Schalke, Fortuna Düsseldorf hat den Meister aus Dortmund zu Gast, Bochum spielt gegen Bayern München, Nürnberg empfängt Fürth zum Frankenderby und die Amateure von Holstein Kiel versuchen gegen Mainz, dem nächsten Profiklub, ein Bein zu stellen. Bändereinsatz fraglich. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Piräus bangt der deutsche Meister Borussia Dortmund um den Einsatz von Sven Bender. Der Mittelfeldspieler musste im Bundesligaspiel gegen Stuttgart schon zur Halbzeit mit einem Taubheitsgefühl im Fuß ausgewechselt werden. Bender hatte nach eigener Aussage keine Kontrolle mehr über seinen Fuß. Tuchels Narrenfreiheit. Thomas Tuchel kann sich der Rückendeckung der Mainzer Vereinsführung sicher sein. Obwohl die Mainzer nach der 1:3-Niederlage gegen Bremen seit nunmehr 9 Spielen auf einen Sieg warten, muss Tuchel nicht um seinen Job fürchten. Der 38-Jährige reagiert in letzter Zeit immer dünnhäutiger auf die Negativserie. Vielleicht kann die Jobgarantie seine Laune zumindest etwas aufbessern. Das Jubiläum des Spieltags. Während Tuchel heftig motzte, konnte einer ganz besonders laut jubeln. Claudio Pizarro erzielte am Samstagabend gegen Mainz sein 150. Bundesligator. Mehr Tore hat kein anderer Ausländer in der Bundesliga je erzielt. Und wenn es nach dem Peruaner geht, ist bei dieser Marke noch lange nicht Schluss.
Bis dahin bleibt allerdings nur zu sagen: Glückwunsch zum Jubiläum des Spieltags.